Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Ich stehe in kleinen Bodypüküche und heute gibt es wieder ein kleines, ein ganz, ganz kleines, aber sehr, sehr feines Rezept, das vielen von euch einfach helfen wird, sich etwas gesünder zu ernähren, ohne auf irgendwas zu verzichten. Bevor wir zum Rezept kommen, das ist wirklich ein kleines Rezept, zwei kleine organisatorische Dinge. Zum einen, die Lager sind wieder fast gefüllt, also schlag zu. Vielen Dank auch an alle, die ein bisschen gewartet haben, bis die ganzen Produkte wieder da sind. Wie gesagt, die Lager sind gefüllt, schlagt alle zu. Ich hoffe wirklich, dass ich es schaffe, das Lager konstant voll zu halten und ihr kauft sehr schnell und dafür möchte ich mich herzlichst bedanken. So, das an erster Stelle. Zweite Stelle ist Thema Ramadan. Ich kriege unglaublich viele Nachrichten, unglaublich, Gott sei Dank, viel mehr positive zum Thema Ramadan, dass ich sehr, sehr viel mit den Videos geholfen habe, mit den Tipps zum Training, zur Ernährung. Das freut mich riesig. Ich lese alle eure Nachrichten, bin unglaublich gerührt zum Teil von euren Nachrichten, das ehrt mich sehr. Ich bekomme aber auch tatsächlich ein paar negative Nachrichten von Leuten einfach, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was das Ganze ist. Die sagen, das ist ungesund, das ist Blödsinn und so weiter. Ich möchte tatsächlich noch etwas tiefer in das Thema eintauchen. Ich möchte selbst eine Zeit lang fasten, also es genau so machen. Ich möchte selbst wirklich erfahren an mir, wie es zum Beispiel auch ist, eben nicht zu trinken. Ich möchte euch das auch sagen, wie es ist. Und ich möchte tatsächlich nicht mich einladen. Ich möchte, dass vielleicht eine Familie, die das jetzt sieht, mich einlädt zu einem Abendessen oder vielleicht sogar zum Fastenbrechen, wo ich einfach teilhaben möchte und vielleicht auch ein, zwei ganz kleine Aufnahmen machen möchte, um tatsächlich für mehr Respekt oder für mehr Respekt zu sorgen, um einfach auch zu zeigen, wie, ich war schon bei Abendessen, deswegen weiß ich, wie schön das ist, um einfach zu zeigen, wie toll das eigentlich ist. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wie gesagt, wenn mich da jemand einlädt zu einem Abendessen oder wie gesagt, vielleicht sogar zum Fastenbrechen. Bitte aus der Nähe, weil ich bin ein bisschen eingespannt, aus der Nähe Düsseldorf-Hahn, so dazwischen, würde mich sehr freuen. Wie gesagt, schreibt mir bitte einfach eine Mail, ganz wichtig, an info@bodyap, vielleicht direkt schon mal, wo die Adresse ungefähr ist. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, euch dann auch zu besuchen. Und davor werde ich natürlich auch ganz normal fasten und ich würde es einfach anderen zeigen, aber auch selbst mir zeigen, was da so dran ist und freue mich da riesig drauf. Ist wirklich so ein kleines Herzensthema, was ich sehr, sehr gerne angehe. So, und jetzt kommen wir zum kleinen Rezept. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass ich ein riesen Serienfan bin. Ich sitze genauso gerne vorm Fernseher abends, gucke mir Serien an, gucke gerade Lucifer, die neue Staffel, finde ich super, super geil. Bitte unbedingt drunter schreiben, was so eure Serienempfehlungen sind, die so ein bisschen verrückter sind vielleicht oder so. Wäre ich auch sehr dankbar für. Und vorm Fernseher liebe ich es zu knabbern. Und ich versuche immer in Rezeptvideos, ich habe wirklich gerade mal durchgeschaut, wie viele Snack-Ideen ich euch schon gegeben habe, egal ob es Hazarolle-Chips sind, die wirklich lecker sind und wirklich rein aus Eiweiß bestehen. Oder die Blondies kann ich euch so empfehlen, sind so köstlich. Damals habe ich so Blondies gemacht oder auch das Brownie-Rezept. Aus den Kidneybohnen oder die kleinen Piccolinis, die ich damals mit Mara gemacht habe. Super Rezept. Also wirklich ganz, ganz tolle kleine Snack-Ideen vor dem Fernseher. Und vor circa anderthalb Jahren, fast zwei Jahre jetzt schon her, blende ich euch auch nochmal ein paar Bilder ein, habe ich damals aus Kichererbsen kleine Snacks gemacht. Also es sind wie diese kleinen panierten Nüsschen so ungefähr. Also super lecker. Aus Kichererbsen kann man sich nämlich herrliche, herzhafte kleine Snackies machen. Und dann hat mir jemand wirklich mal gesagt, eine Freundin hat mir gesagt, du, probier das wirklich mal mit süß. Und die meinte, probier das unbedingt mal mit süß aus. Es funktioniert fantastisch. Kichererbsen funktionieren nämlich super mit süß. Und das habe ich dann ein bisschen rumgetrickst, rumexperimentiert und daraus ist eben ja meine süße Alternative geworden. Bitte unbedingt nachmachen. Wie gehen wir vor? Was brauchen wir? Wir brauchen Kichererbsen. Unbedingt eben aus dem Glas oder aus der Dose. Gut abwaschen. Das ist das Allerwichtigste. Richtig, richtig gut abwaschen. Die müssen richtig abgewaschen sein. Ofen vorheizen. Diesmal heizen wir vor auf 180 Grad Heißluft. Backpapier legen die drauf. Bitte tut die aufs Backblech. Nicht aufs Backblech, auf den Backrost, damit die von unten auch trocknen. Ganz wichtig, hier in diesem komischen Mikro-Ding, da waren die unten noch ein bisschen feucht. Zu Hause funktioniert super. Also Rost, Backpapier drauf, die Dinger und für so 10, 11, 12 Minuten ungefähr bei 180 Grad trocknen. Die werden dann schon ein bisschen trocken, die werden so ein bisschen härter schon mal. Dann können wir super das Ganze weiterverarbeiten. So, dann nehmen wir die raus und wir brauchen eben, dass die heiß sind. Wir brauchen die Hitze von denen. Wir nehmen einen Gefrierbeutel, nehmen die heißen Dinger da schon mal rein
und nehmen etwas Kokosfett. Das Schöne ist, das Kokosfett schmilzt ja dann direkt und schmiegt sich wirklich um jede kleine Kichererbse drumherum. Schaut, dass wirklich alle bedeckt sind, dass alle richtig schön glänzend sind. Und dann nehmen wir ein bisschen Whey. Das ist ganz wichtig, weil es wirklich den Eiweißgehalt ein bisschen steigert. Aber glaubt mir, es schmeckt so genial mit eurem Lieblings-Whey. Ich kann euch eben zu diesem Kokosfett-Aroma, kann ich euch mein Raffaello unglaublich gut empfehlen. Ich finde, von allen ist es somit das Leckerste. Ansonsten Zimt ist so super, super genial. Vanille funktioniert auch super. Aber ich finde Raffaello absolut genial dazu. Und dann ganz, ganz, ganz wichtig, der Trick dabei ist, dann nehmt ihr Erythrit. Das heißt also Xucca Light. Es geht auch ohne, aber mit Xucca Light bekommt ihr eine kleine Knusperschicht. Also es wird wirklich knusprig, es wird wirklich wie so ein kleines knuspriges Teilchen und ihr glaubt gar nicht, wie lecker das ist. Erythrit, eben Süße ohne Kalorien. Kohlenhydrate, also ich sag's immer wieder, es ist so meine Süße überhaupt, damit könnt ihr karamellisieren. Alles Mögliche machen, das Ganze richtig schön umwälzen. Ihr werdet sehen, es klebt sich herrlich an jede einzelne dran, an jede einzelne Kichererbse. Das Ganze wieder aufs Backpapier. Schaut wirklich, dass sie nicht übereinander liegen, dass sie wirklich alle nebeneinander liegen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die alle schön bedeckt sind. Ich nehme meistens dann noch ein bisschen Erythrit, damit das noch ein bisschen ankaramellisiert. Das Ganze kommt wieder zurück in den Heißluftofen. Und dann lassen wir das Ganze so 15, 16, 17 Minuten circa. Ihr könnt immer eine testen, die sind sehr heiß und die werden noch nicht knusprig. Die werden erst knusprig, wenn ihr sie rausnehmt und abkühlen lässt. Ganz wichtig. Und wenn sie abkühlen, dann ist das Ganze auch schon fertig. Dann bekommen sie eben eine kleine Knusperschicht und ihr glaubt gar nicht, wie lecker Kichererbsen mit Süß funktionieren. Haben wir schon in anderen Rezepten gezeigt, aber wirklich als kleine Snacks. Es ist einfach fantastisch. Es ist eine super geniale Alternative. Vorm Fernseher wirklich mal eine kleine Serie gucken und das knabbern statt Chips. Viele fragen sich, warum bekommt man von Chips oder von irgendwelchen anderen Süßigkeiten, warum sind die so ungesund? Natürlich zum einen wegen der Kalorien, aber vor allem, und das kennt ihr alle, wenn ihr viele Chips esst, ich habe gemerkt, dass besonders bei Gluten, also bei so Küchlein und so weiter, aber besonders auch bei Chips durch das Omega-6-Fett, also die sind ja in Sonnenblumenöl richtig schön frittiert, die Dinger. Das Ganze in Kombi mit der Kartoffel sorgt einfach für eine schlechte Haut. Viel Omega-6 ist einfach entzündungsfördernd. Ihr bekommt eine schlechte Haut, ihr bekommt insgesamt nicht, es liegt nicht nur an den Kalorien, dass die Dinger nicht gut sind, sondern es ist insgesamt einfach, viele werben sogar mit Sonnenblumenöl und so weiter. Das ist Quatsch. Sonnenblumenöl in großen Mengen ist eine Katastrophe. Ganz besonders, wenn ihr habt fast alle zu wenig Omega-3. Deswegen sind Chips, deswegen sind aber auch diese ganzen Törtchen und so weiter. Mit den ganzen Transfettsäuren und so weiter, mit viel zu vielen Carbs, viel zu wenig Eiweiß, ist das einfach keine gute Sache, auch wenn es lecker ist vom Fernseher. Hier haben wir viel Eiweiß, super viel Eiweiß. Wir haben gute Fette durch das Kokosfett, deswegen nehme ich auch Kokosfett beim Erhitzen. Wir haben wirklich viele Ballaststoffe, ein paar gute Kohlenhydrate in den Kichererbsen. Kichererbsen sind fantastisch von den Nährwerten. Und wie gesagt, in der Kombi mit dem bisschen mehr Eiweiß, Erythrit gibt auch keine Kalorien dazu, ist der perfekte Snack vor dem Fernseher. Eben nicht nur in Herzhaft, was ich euch damals gezeigt habe, mit den schönen Gewürzen und so weiter, auch immer noch ein absoluter Tipp, ein super, super gern geschautes Video von euch, aber eben auch diese Variante mit der süßen Geschichte und jetzt habe ich wahrscheinlich super viel geredet, aber waren ein paar Themen, die mir sehr, sehr wichtig sind, das sind auch die Serien, ich gucke gerne Serien und ich komme euch gerne besuchen und wie gesagt, mich würde sehr, sehr eine Einladung freuen, um einfach, ich habe da Riesenfreude dran, wirklich, ich habe da echt Spaß dran und ja, meine Freunde, nachmachen, Mails schreiben, Serien drunter schreiben, Channel abonnieren, ganz wichtig, bei Instagram, Facebook vorbeischauen und die besten Supplements, das, was wir auch hier benutzt haben, wie gesagt, mein Lieblingsway, Body AP Nutrition, die besten Klamotten, VIP Wear, bis dahin, euer Simon.